Mit diesem Screencast möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Hilfe eines VPN-Clients Zugriff auf die E-Books der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen haben könnt. Einzige Voraussetzung ist, ihr habt einen regulären Zugang beim ZFN zu den Daten der Universität Bremen. Den habt ihr alle bekommen mit euren Immatrikulationsunterlagen. Das Problem ist folgendes. Ihr sitzt zu Hause und benötigt für eure Hausarbeit zum Beispiel ein Buch zum Thema Medienpädagogik. Der Weg zur Bibliothek ist weit, deshalb schaut ihr zunächst nach, ob es ein Buch in der Bibliothek gibt. Wie wir sehen, es gibt eine Reihe von Büchern zum Thema Medienpädagogik und sogar 34 E-Books. Das ist natürlich sehr praktisch. So ein E-Book brauche ich nicht in die Bibliothek zu gehen, das Hardcover zu suchen. Hier kann ich direkt von zu Hause auf zurückgreifen. Schauen wir uns an, hier Medienpädagogik, ein Studienbuch zur Einführung, ideal, das ist das, was wir brauchen. Wir klicken drauf. Das Problem wird sein, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, wir werden weitergeleitet zum Springer-Link, Volltext. Wir sehen hier, Sie haben einen Gastzugang. Und das Problem bei einem Gastzugang bei Springer-Link ist, dass man hier zwar eine Reihe von Inhaltsseiten sieht, aber es gibt einige Seiten, die eingegraut sind und uns nicht angezeigt werden. Wie hier sieht man das schön. Leider ist die Seite noch nicht vollständig geladen, dann würde man es noch besser sehen. Genau, jetzt sieht man es auch besser. Die Seite ist leider eingegraut. Ich möchte euch zeigen, wie ihr jetzt einen VPN-Client einrichten könnt, um das auch ordentlich anzuzeigen. Dazu geht ihr auf die Seite vpn.uni-bremen.de. Es lädt sich da eine kleine Anwendung, bei der ihr euren Login vom ZFN eingeben müsst. Wichtig ist, gebt hier an Tunnel All Traffic, das heißt auch dieser Springer-Link soll darüber laufen. Gebt euren Usernamen an, das mache ich jetzt auch. Und klickt auf Login. Das Ganze dauert einen kleinen Augenblick. Und zwar öffnet sich zunächst ein kleines Programm, was das Ganze installieren möchte. Dazu wird Java auf eurem Rechner benötigt. Genau auf solch einen Sicherheitshinweis klicken auf Ausführen. Das dauert einen Moment. Es dauert und dauert und dauert. Der AnyConnect Downloader wird in dem Moment gestartet. Und wie ihr seht, wird das Programm automatisch heruntergeladen. Sollte sich auch ohne weiteres installieren in eurem, auf eurem Rechner. Da warten wir einfach mal ein paar Sekunden ab. Wie ihr seht, dauert das doch ein bisschen, aber dafür wird alles automatisch gemacht und ihr braucht euch kein Programm irgendwo zu suchen, das auf euren Rechner zu laden und dann von selbst zu installieren. Es sollte hier mit dieser Variante vor allen Dingen auch alle wichtigen Einstellungen direkt mit geladen werden. Wie ihr unten an dem Icon auch schon sehen könnt, wurde die Verbindung direkt zur Uni Bremen schon installiert. Ihr seht auch hier in dem Status jetzt Cisco AnyConnect Security Mobile Client connected. Gut, nachdem wir Firefox nochmal neu gestartet haben, klicken wir nun nochmal auf den Volltext, schauen uns an, ob das Ganze funktioniert hat. Und tatsächlich, wir sehen hier steht nicht mehr Gastzugang. Außerdem ist hier in der Übersichtsseite ist das weiße Icon verschwunden und es sind alles grüne Icons. Wir haben also nun die Möglichkeit, einzelne Kapitel anzuwählen und sehen alle Inhalte dieser Seite. Wenn wir jetzt noch ein PDF downloaden wollen, können wir natürlich den Rechtsklick darauf machen, Ziel speichern unter und können auch diesen Inhalt auf unserem Rechner als PDF ablegen. Genau, das machen wir jetzt an der Stelle nicht. Ich möchte euch noch ganz kurz ergänzend zeigen, weil ihr natürlich nicht immer verbunden seid und bei dieser Einstellungsvariante, die wir gewählt haben,
dass jede Verbindung, also aller Traffic, der von diesem Rechner aus jetzt geführt wird, über diesen VPN-Zugang durchgeführt wird, ist zu empfehlen, dass ihr diese Verbindung nur dann aufrechterhaltet, solange ihr zum Beispiel auf den Springer-Link, also auf E-Books der Universitätsbibliothek zurückgreifen wollt. Also, nach der Nutzung empfiehlt es sich, hier auf Disconnect zu klicken. Das dauert einen kleinen Augenblick und dann könnt ihr euch natürlich, je nachdem, wenn ihr das möchtet, wieder verbinden. Der Punkt ist, wenn ihr euch verbindet, wird hier gefragt wieder, welche Verbindungstyp möchtet ihr wählen. Wichtig ist hier, auch an der Stelle zu sagen, Tunnel All Traffic. Also jeden Traffic soll bitte unter diesem Tunnel laufen, weil ansonsten könnt ihr zum Beispiel auf den Springer-Link auf diese externen Seiten nicht zurückgreifen, sondern nur auf die Seiten der Universität Bremen. Dort wärt ihr sozusagen in diesem Bereich drin. Ich kann euch das nochmal zeigen. Wir gehen nochmal drauf. AMW. Und jetzt sollte ohne weiteres die, ihr seht das hier, es wird wieder alles authentifiziert. Und ihr seht, es ist wieder connected. Und jetzt kann ich auch weiterhin auf die Inhalte vom Springerlink und auf die weiteren Inhalte der Universitätsbibliothek, die eigentlich nur innerhalb der Universität Bremen und dort in dem Netzwerk zur Verfügung stehen, von zu Hause aus zurückgreifen. Ich hoffe, euch mit diesem Screencast ein bisschen die Angst genommen zu haben, zwecks der Installation dieses Programms von AnyConnect auf eurem Windows-Rechner. Auf dem Mac ist es ähnlich einfach. Von daher, das Einzige, was euer Firefox braucht, ist Java. Das muss vorher installiert sein und dann geht das alles von ganz alleine. Und wie gesagt, ihr braucht einen ZFN-Account. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.